Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuesten Folge von Stoneheart. Ich habe jetzt mal 2 Tage Pause gemacht mit dem Spiel. Wer bist du? Unser Fußsoldat. Und wieso hast du kein Schwert und nichts dabei? Sag mal, hackt's? Hä? Kein Schwert und nix? Okay. Also sein Schweiner, sag ich schon, Schreiner einmal bemühen. Aber der hat auch Holzprobleme. Dann holt mal Holz, ne, würde ich sagen. Aber warum, wo hast denn du dein Schild und dein Schwert gelassen? Mein Freund. Ohne geht man noch nicht aus dem Haus. So merkwürdig. Naja. Wird sich auf jeden Fall der Kräuterarzt jetzt auch erstmal drüber freuen, weil der ja jetzt erstmal healen muss. Können wir da noch einen von herstellen? Ja. 2 sogar. Dann mach mal. Man, ihr baut auf jeden Fall weiter da. Mehr Holz will ich auf der Seite gar nicht abbauen. Ist noch ziemlich weit weg von der Kartenmitte, oder? Haben wir so eine blöde Karte ausgesucht hier. Naja, ist ja genug Platz da. Hier oben ist auch noch eine Menge Hügel. Aber warum der ohne Schwert und ohne Schild herumläuft, das verstehe ich immer auch nicht. Können wir mal hier ins Lager reingucken. Nix. Gucken wir uns den Kämpfer an sich mal an. Wir können ja im Inventar nachschauen, was der denn so alles dabei hat. Mehr Informationen bitte. Der hat nix. Doch, ein Holzschwert und... Merkwürdig. Wie hast du das nicht in der Hand gehabt? Naja. Wie dem auch sei. Funktioniert ja alles. So. Kann man hier Kräuter hier eigentlich gucken. Pflanzen. Okay, die werden da gelagert. Dann, ja, wie gesagt, wir müssen erstmal Holz haben. Wenn wir hier nochmal so 2-3 Bäume wegmachen. Dann ist der Turm ja auch bald schon fertig. Die sollten jetzt hier oben schon an der Kappe anfangen. Machen sie auch schon. Wunderbar. Steine haben wir noch genug. Wie gesagt, wenn die Sicherheit dann soweit erstmal fertig ist, werden wir erstmal alles in diesen Bunker reinlegen. Den wir uns dann ja erstmal beschützen lassen wollen. Die Farm kann ich ja ruhig draußen lassen, das ist ja nicht schlimm. Das Lager kann man eigentlich auch draußen lassen. Erstmal. Auf jeden Fall erstmal, also das Gebäude, das muss ja auch noch auf jeden Fall abgerissen werden. Na, wir gucken mal, wie wir das Ganze lösen. Und mich natürlich auch nervt, dass man hier wieder keine Tür reinbauen kann. So. Jetzt macht aber nicht den Fehler wie beim letzten Mal, dass ihr euch dort oben einbuddelt. Jetzt ist es mal Futterzeit. Da sitzen sie dann alle gemeinsam am Tisch, bis auf 2, weil unser Tisch da unten jetzt zu klein ist. Da können nämlich nur 6 Leute sitzen. Das heißt, 2 Stück werden wir hier draußen sitzen. Ausgerechnet natürlich auch die Bande, die fürs Essen zuständig ist, nämlich unser Farmer. Die Kräuter hier müssen auch eingesammelt werden. Die brauchen wir immer auf Lager. Da auch noch. Die können wir auch noch einsammeln. Und hier sind auch noch ganz viele Kräuter. So. Wenn jetzt unser Soldat, der jetzt hier draußen gerade sitzt, kann man den eigentlich einstellen, dass er sich auch heilen lässt. Bewegt sich langsam aufgrund der niedrigen Gesundheit. Naja. Den müssen wir auf jeden Fall leveln, der muss stärker werden, das hat sonst keinen Zweck. Vor allem müssen wir 2. Fußsoldaten auch haben. Das ist, mit einem kommen wir da nicht weit. Haben wir schon gesehen, gegen die halbwegs größeren Monster haben wir schon echt Schwierigkeiten. Dann Handwerksanforderungen noch nicht erfüllt, warum? Wieso?
Aber wir kein Holz haben, okay. Wie war das jetzt hier eigentlich noch mit dem Bogen? Müssen wir mal hier reingucken. Ändere Arbeit. Was brauchen wir da? Ein Level 3 Fußsoldat brauchen wir für den Bogen. Fährkämpfer wäre eine gute Unterstützung. Also werden wir unseren nächsten Hardling, den wir reinholen, auf jeden Fall erstmal mit. Um 50% werden die Heilgegenstände erhöht, okay. Ist auch nicht schlecht, kann ich auch gut mit leben. Und jetzt kommt erstmal wieder ganz viel Holz ins Lager, das ist auch schön, weil das Gerüst hier jetzt abgebaut wird. Dann können wir die Mauer ziehen. Da. Was für ein Stein habe ich da außen überhaupt genommen? Ah, das ist schon der richtige Stein. Okay, wunderbar. Dann nehmen wir den auch hier als Mauer. Einfach hin, da ist zum Verkauf eingetroffen. Gucken wir mal. Ist der dabei? Also es ist wieder so. Ist zwar da, kann man aber nicht gebrauchen, wenn man es nicht verarbeiten kann. Aber erstmal soll es auch um die Sicherheit von unserem Dorf gehen. Bevor wir irgendwas anderes machen. Das machen wir jetzt ganz langsam, Step by Step, ziehen wir uns die Wand hier rüber. Mal gucken hier. Können wir hier noch so ein bisschen raus? Bleiben wir mal auf der Höhe hier von dem Turm. Da. Da müssen wir hin. So, dann ziehen wir uns den hier ganz gemütlich bis an den Turm ran. Geht ja leider immer nur so häppchenweise, leider. Man könnte es natürlich auch mit Klötzchen machen. Dann habe ich auch noch eine ganz, ganz andere Idee, wie wir das nachher machen. Die Mauer ist ja auch erstmal nur als vorübergehende Maßnahme da. Gucken wir mal, dass wir hier auf dem Block bleiben. So, hier drüben schon mal so ein bisschen anpeilen. Das wird ja dabei eigentlich parallel, oder? Ich glaube ja. Wie viele Blöcke haben wir denn da? Eins, zwei. Sind wir schon auf der Ecke. Okay, dann gucken wir gleich mal. Wir schon wieder angegriffen irgendwo? Da müssen wir warten, bis die da fertig sind. Dann können wir uns den hier ganz ranziehen. So. Ein Goblin. So, beende Bearbeitung und bauen bitte. Jawohl. So, wo ist der Goblin? Da. Müssen wir wieder unseren Fussel dann ein bisschen im Auge behalten. Dass er dann. Oh ja, der Goblin, da geht. Der große Goblin geht jetzt natürlich auf den kleinen. Ist das ein Goblin oder ist das ein Zombie? Gigantischer Zombie nennt sich der, okay. Ja, auf jeden Fall, die bekämpfen sich gegenseitig. Ach nö. Also mal schön in Alarmbereitschaft setzen. Ja, die machen sich da jetzt gegenseitig fertig und mein Fußsoldat macht das dann ganz bequem von hinten. Mit dem Großen. Ja komm, greif ihn noch an. Da werden sich das ganze Dorf mit auseinandersetzen. Erstmal. Na, jetzt gehen die natürlich da rein. Noch ein Gegner, wo? Da, okay, immer noch der. Mach den noch platt. Kriegst du ihn jetzt? Hallo. So, und jetzt gleich, kannst du gleich nach hinten durchrennen. Wunderbar. Wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten Fußsoldaten. Das ist. Jetzt wird das hier echt noch böse. Da haben wir einen. Ich glaube, das letzte Update hat wieder so ein bisschen was gemacht mit denen, dass die KI von den Dorfbewohnern so ein bisschen verbessert sind.
Dann können wir nicht das dann auch aufheben. Jetzt haben wir hier natürlich Kisten stehen, die wir eigentlich einsammeln könnten. Kann ich den plündern? Nö. Muss ich den da hinschicken? Laufe zum Standort, also laufen wir hier rüber. So, die sollen jetzt erstmal die Mauer in die Richtung da fertig bauen. Steine sollten ja noch genug da sein. Wenn nicht, müssen wir mal wirklich nach oben gehen und Bergwerk aufmachen. Ja, da sind ja noch Steine ohne Ende, die wir zur Not noch einsammeln können. Aber das mache ich dann, wenn es soweit ist, wenn wir es brauchen. So, da machen wir auf die Kiste. Dann zeig mal, was wir da drin haben. Oh, da sind Erze drin, ne? Okay, wunderbar. So, dann können wir einen zweiten Fußsoldaten fertig machen hier. Natürlich jetzt hier Körper 6 wäre jetzt natürlich schön gewesen. Dann nehmen wir mal hier den Sips. Du wirst jetzt auch ein Fußsoldat werden. Du bekommst nämlich da auch so schnell wie es geht einen wunderschönen Schild. Jetzt muss der ja noch mit. Ja, kriegst ein wunderschönes Schild. Der Händler ist zurück. Okay, das mit den Tischen hätten wir uns sparen können. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt einen zweiten Fußsoldaten. Ich glaube, für den nächsten Hardling wird es jetzt noch nicht reichen. Kräuter sind auch noch nicht eingesammelt worden. Oh, neue Tränke haben wir hier. Bufft den Mut aller Hardlinge für kurze Zeit. Wird vom Kräuter verwendet, um eine moderate Menge. Eine kleine Menge, eine moderate Menge. Okay, das ist der Unterschied. Müssen wir mal gucken, dass wir an Fadenrollen kommen. Den nächsten Händler können wir die ja mal einkaufen. So ein bisschen. Kleriker. Was macht der Kleriker eigentlich? Das ist ja auch eine neue Stufe mit der Alpha 16. Das heißt, wenn ihr noch gar nicht die Alpha 16 spielt, sondern noch die 15, dann wisst ihr ja das auch noch gar nicht. Level 2 Kräuterarzt und ein Kleriker von ihren Hergerichtet vom Kräuterarzt. Ein kämpfender Heiler. Okay. Müssen wir uns aber einen neuen Kräuterarzt dann danach einstellen. Aber dann soll er das Ding doch mal herstellen, da wenn er das kann. Kann er nicht. Brauchen wir Lederballen für, okay. Hier haben wir auf jeden Fall so einen Stoffballen, den können wir plündern. Und dann sind wir jetzt auch gleich schon wieder bei dem nächsten Tagesbericht. Was für uns ja quasi eigentlich schon heißt, dass hier an der Stelle auch gleich schon wieder Feierabend ist. Wir kommen auf jeden Fall voran und mit dem Schutz funktioniert auch. Das Ding da vorne, das machen wir noch weg irgendwie. Unser Turm ist auch nicht hässlich geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die sollen jetzt erstmal nur die eine Wandmauer bauen, nicht, dass wir wie beim letzten Let's Play haben, dass wir zwar eine riesengroße Mauer da bauen, aber die gar nicht die Zeit haben, da hinterher zu kommen. Mit dem zweiten Fußsoldaten sollte das eigentlich auch ganz gut klappen. So, wenn sie Materialien brauchen, sie sind angeklickt. Wunderbar. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Da müssen wir uns echt mal anfangen, die Häuser für die einzelnen Gewerke zusammenzubauen. Beziehungsweise erstmal wird ja alles da rein verlegt, genau. Friedhof wollten wir auch noch bauen. Ja, die bauen dann runter weiter. Tickets Update reicht es? Nein, noch nicht ganz. Also in der nächsten Folge können wir mit neuen Harten rechnen. Heute leider noch nicht. Aber ich bin da guter Dinge. Wir haben auch schon zwei auf dem Gewissen, muss man dazu sagen. Also wir hätten eigentlich schon 10 haben können. Aber so gesehen verabschiede ich mich dann für heute. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer ein Abo da lassen, ne, und Freunden gerne weitererzählen. Ne. Hier gibt es auch noch ein bisschen mehr zu sehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin von mir wie immer ein gepflegtes Reingehauen auf Wiederschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.